Kurze Sache zwischendrin, und zwar habe ich hier eine elektrische Zahnbürste, das ist von der Firma Braun, Typ Nummer 4729, steht unten drunter. Und ja, normalerweise, ihr kennt das ja, die laufende Zeit, dann ist der Akku kaputt und dann schmeißt man das Ding weg und ja, das war's. Teilweise kann man die reparieren, deswegen zeige ich euch mal kurz, wie man die auseinander nimmt. Dafür gibt es hier oben erstmal diesen Metallring hier, der sitzt hier, da müsst ihr wahrscheinlich eine Zange holen. Je nachdem, wie fest das ist, dann kann man diesen Ring auf jeden Fall schon mal lösen. Dann müssen wir auf die Unterseite gehen und ihr seht, das sind im Prinzip zwei Teile. Wir haben den äußeren und hier innen drin haben wir das Ding, was auf die Ladeschale eigentlich geht. Und das können wir rund drehen. Das kommt dann wieder darauf an, wie das bei euch sich gehalten hat. Wenn viel Kalk drin ist oder so, ist das eher schwer. Meistens reicht es, das auf die Ladeschale zu stehen und dann entsprechend einmal im Uhrzeigersinn zu drehen. Hier bei der hat es nicht gereicht. Ich bin dann hingegangen, habe hier irgendeinen Plastikrest gefunden, der halbwegs da reinpasst. Und wenn wir den drehen, dann geht irgendwann hier unten das Ding raus. Vorsicht dabei, hier unten ist eine Spule drin, da sind Drähte dran. Die wollt ihr nicht abreißen lassen. Bei mir sind sie schon abgerissen, aber das ist jetzt in dem Fall hier auch egal. Deswegen nicht rausziehen, sondern stattdessen hier unten einmal drücken. Der sollte dann nach oben rauskommen. Und so kann man dann das Innenleben da komplett entnehmen. In dem Fall hier nicht viel zu retten. Der ist halt ein bisschen sehr viel nass geworden. Das ist leider der Fall, da die hier oben nirgendwo mit Wasser, gegen Wassereinbruch oder sowas geschützt sind. Ja, da kann man nicht mehr viel machen. Das Ding ist so verrostet. Das bringt da auch nichts mehr. Wir haben im Prinzip hier den Motor, ein bisschen Getriebe und hier eine Nickel-Metallhydridzelle, meine ich was. Die kann man theoretisch auch separat hier dann tauschen. Da kommt man überall dran. Wenn man die Batterie rausholen will, muss man dabei die vorher loslöten. Sowohl oben als auch unten ist jeweils eine so eine Metalllasche. Die ist festgelötet, einmal ablöten und dann kann man entsprechend die Zelle da rausnehmen. Wenn er fertig ist, baut man das dann einfach wieder zusammen und hat da seine Zahnbürste. Und wenn wir offen haben, gucken wir auch mal kurz, was wir so haben. Zum einen der Motor, was auffällig ist, hat ein Braun-Label drauf, also speziell dafür hergestellt. Auch das Board, braun oben drin. Und ansonsten nicht viel drauf. Wir haben den Schalter, wir haben einen MOSFET, der kleine links, relativ gut zu sehen, weil die Pins alle zusammen sind. Und daneben Microsemi. Ich konnte jetzt so spontan nichts dazu finden, aber es wird irgendein kleiner Mikrocontroller oder Timer-IC sein, der entsprechend da das Ganze handelt. Ansonsten viele Dioden, wahrscheinlich irgendeine Art von Spannungsregelung, weil da ist ja hier dieses Funkübertragungsgedönse. Aber meh, allgemein eher wenig Elektronik drin. Die hier, die geht definitiv in Schrott. Aber die Handstücke hier gibt es halt auch einzeln. Das ist meistens günstiger als eine komplette neue Station. Das werde ich dann da empfehlen. Und so, dann tut auch bestimmt die Station wieder, was sie soll.